Sie bekommen eine Zeichnung, in Ihrem Fall liegt sie jetzt schon vor Ihnen. Durchatmen, viele Maße dran, aber alles regelbar. In unserem Fall sehen wir jetzt Vorderansicht, Draufsicht und eine Detaildarstellung, Detail B, eine Seitenansicht von links, eine Seitenansicht von rechts und eine 3D-Ansicht. Warum kann ich dieses Teil definitiv nicht an einer Drehmaschine herstellen? Genau, außer mittige Ausbrüche. Aber definitiv die Lochkreise an den Flanschseiten und die Ausbrüche an der Planseite. Und die verschiedenen Nähe. Genau, und die Verschiebung. Überblick verschaffen heißt auch, ich schaue mir das Schriftfeld hier unten an. Abgesehen davon, was es für ein Material sich handelt, schaue ich, wer ist der Kunde? Kenne ich dieses Teil? Habe ich Erfahrungen mit diesem Teil? Wurde das Teil schon mal gefertigt? Gibt es ein Programm, auf das ich zurückgreifen kann? Gibt es Einsatzrichtwerte, auf die ich zurückgreifen kann? Die Werkzeugliste richtet sich nach der Bearbeitungsstrategie. Ich würde gerne mit Ihnen die grobe Herangehensweise notieren. Ja? Wir diskutieren das zusammen. Mit Projektcharakter, ich notiere an der Tafel, erkennen wir Optimierungspotenzial. Das heißt, wir könnten unter Umständen Arbeitsschritte zusammenfassen oder zeitlich umstrukturieren, den einen vor den anderen setzen. Können wir das jederzeit noch machen. Das hier läuft, wie gesagt, auf dem Weg zwischen Materialregal, maximal noch an der Säge, Rohteil wird zugesägt, und auf dem Weg zur Maschine. Im Kopf. Das ist das, was wir trainieren. Ich würde jetzt gerne erstmal die Rohteilmaße für das Stangenmaterial mit Ihnen durchgehen. Und es gelten unsere Standardaufmaßrichtlinien. Außer Sockel, weil wir in dem Fall keinen Sockel haben, sondern nur einen Bereich, in dem das Teil in der Spannvorrichtung verschwindet. Ne? Okay. Fangen wir mit dem Durchmesser an. Außendurchmesser 68. Die 72. Der Rosse hat. Ja, 84 Fertigteile. Die wurden eingespannt. Ja. Genau, 90. Sie kommen von der Säge. Genau. Rohteil prüfen. Was kommt als erstes? Wir gehen davon aus, dass wir Mehrfachaufspannung machen. Aber immer im Hinterkopf, Fokus, so wenig Spannung wie möglich. Warum macht man denn so wenig Spannung wie möglich? Zu zeitaufwendig. Ungenau. Genau, wir schleppen Fehler ein. Jedes Umspannen bedeutet immer Ungenauigkeiten reinbringen. Ich treffe niemals wieder die Anschlagssituation. Genauso wie beim ersten Mal. Spannsituation immer so. Das Teil soll so fest wie möglich in seiner Spannsituation sein. Das ermöglicht uns wirtschaftliche Zerspannung. Ja? High-Speed-Cutting, High-Performance-Cutting. Das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen Strecke machen. So, ein Einsatzrichtwert. Orientieren Sie sich an der Weite 60. Ein Viertel drauf. Alles ist durchmesserabhängig. Wir erkennen jetzt Richtwerte Walze 60 und brauchen Richtwerte Walze 80. Heißt, Richtwerte Walze 80. Haben Sie? Ja. Na wunderbar. Speed 600. Okay. Und 11.070 beim Schuppen. Gut. Generell, wir schruppen und schlichten. Okay? Bei Aluminium ganz wichtig. Zwingend Lahnfräsen schlichten. Das Werkzeug ist da und das nehmen wir auch wieder. Ja?
Jeder Toolcall, jede Wegfahrt unnötig. Nehmen wir ein neues Werkzeug. Jeder vermeidbare Toolcall wird ausgeschlossen. Als nächstes wird man dann an die Ausbrüche gehen. Okay, also einigen wir uns jetzt darauf, was machen wir zuerst. Machen wir die Ausbrüche, weil wir nehmen den Zwölferschachter sowieso. Zuerst die Ausbrüche und dann die Kreistaschen, die Tiefbohrung, die Zahnfrische. Ja, wir sind ja immer auf der Ebene hier. Hätte ich gesagt, die Ausbrüche. Ja, diese Stabilität. Die ich da dann wegfließt. Gut, machen wir also die Ausbrüche zuerst. Es gibt immer viele Wege, die nach oben führen. Der eine macht so, der andere macht so. Jede Bearbeitungsstrategie hat Vorteile und Nachteile und es liegt dann an Ihnen zu entscheiden, was ist für mich jetzt gerade ein Vorteil oder ein Nachteil. Manchmal liegen zum Beispiel bei massiver Bearbeitung dann so viele Späne auf dem Tisch, dass ich hergehen muss und den Zyklus unterbrechen muss oder die Bearbeitung unterbrechen muss und erstmal mit Druckluft hergehen muss oder mit dem Besen und erstmal die Späne wegmachen muss, weil ich mein Teil gar nicht mehr sehe. Lauter solche Sachen fließen alle mit ein. Ne? Also, wir sagen jetzt Ausbrüche raus. Check. Ich würde sagen, wir nehmen ein Vierer-Facettier-Werkzeug und für Anbohrungen einen Standard-Anbohrer. Ist vielleicht schon ein bisschen fett, würde ich sagen. Hätte ich im Angebot. Hätten Sie im Angebot? Ach, dann reicht doch. Also ein Standard, es muss ein Standardanbohrer sein. 12 oder 8 stehen zur Diskussion. Ich würde sagen 8, der kann mehr viel zahlen. 8er Anbohrer S400. Gehen da alle mit? Los. Check. Gehen da alle mit, check oder nicht check? Check. Ja? Dann erst kommt die Programmierung. Aus den Schritten zuvor ergibt sich, ist jetzt Rücksprache nötig oder nicht. Rücksprache zu Ihrem Ansprechpartner in Ihrer Firma, Vorarbeiter, Meister oder Telefonnummer Kunde. Sie kriegen die heute fertig, das ist ein Gedanke.